Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von meinem Schauspiel-Podcast. Heute geht es um das Thema Finanzen. Sehr, sehr, sehr dünnes Eis, ich weiß, aber was will man machen? Uns betrifft es alle, denn Schauspielerei ist nicht einfach mal ein Job, wo du hinkommst, den Vertrag unterschreibst für 6 Monate, 12 Monate, 2, 3, 4 Jahre, sondern du unterschreibst ihn nicht selten nur projektbezogen. Und wenn das Projekt in 2 Drehtagen abgeschlossen ist, hast du halt irgendwie immer noch 28 Tage im Monat, die du überbrücken musst. Deine Anfangsgage wird auch nicht so sein, dass du damit Monat um Monat kommst oder Leerlauf überbrücken kannst. Du musst dir Gedanken machen, wie geht es weiter. Und so ging es auch mir. Natürlich ging es mir so am Anfang. Ich habe natürlich einen Job gehabt. Ich hätte mir sonst die private Ausbildung auch gar nicht leisten können. Und ich habe diesen Job immer noch. Mittlerweile übe ich ihn in 100% Teilzeit aus. Es gibt auch immer noch Tage, wo ich, oder Wochen besser gesagt, wo ich mehr arbeite. Das ist das Positive. Die andere Seite der Medaille in meinem Job ist, wenn es solche Wochen gibt, wo ich mehr arbeite und genau dann eine Drehanfrage reinkommt, gucke ich nicht selten blöd aus der Wäsche. Und von daher wird auch von mir in naher Zukunft, in der Dringlichkeit, können wir so sagen, wie es ist, eine Entscheidung verlangt, die ich treffen muss. Die ich natürlich treffen muss. Und was bedeutet, ich muss aus meiner Komfortzone raus. Denn dahinter ist eine Tür, die sich öffnet und die sich nur öffnen wird, wenn ich diesen Schritt gehe. Und das macht mir auch zum Teil Bauchschmerzen. Das wird jedem Bauchschmerzen machen. Und ich weiß, dass auch super viele Quereinsteiger noch einen Job haben. Nicht selten sitzen Leute im Büro, die dann ihre Urlaubstage nehmen können. Was okay ist, was mich freut, wenn ihr die Möglichkeit habt zu sagen, ey, morgen und übermorgen bin ich mal drehen, ich nehme mir 2 Urlaubstage, dann ist das so. Ich hätte damit kein Problem, denn wegfahren in der Urlaubszeit ist Luxus und wenn es halt mal nicht geht, weil man gerade dabei ist, seine Leidenschaft, ja, zum Lebensmittelpunkt zu machen, dann geht das halt mal nicht. Bei mir geht es tatsächlich nicht so einfach mit dem Urlaub, weil ich bin ja immer noch im Einzelhandel und ja, da muss man sich dann halt dreimal um sich selbst drehen, um da eine passende Lösung für alle Beteiligten zu finden. Aber wenn wir diese Rollenanfragen nicht annehmen, können wir kein Geld verdienen, machen wir uns nicht bekannt, hinterlassen wir keine Fußspur bei dieser Produktionsfirma und es ist nicht ideal. Ich habe tatsächlich angefangen, 2022 auf Teilzeit runterzugehen. Da konnte ich mir das erlauben, denn ich war ein Scripted Reality Sat.1-Kind. Fand ich super die Zeit. Also wirklich, ich hatte regelmäßige Drehs. Ich konnte, ich war einfach, es gab keinen Leerlauf, sagen wir es mal so, ne? Also natürlich gibt es, wenn du nur für einen Sender drehst, am besten noch in einer Produktionsfirma, gibt es dann natürlich diverse Wartezeiten. Als Beispiel jetzt Notruf mit Bärbel Schäfer in Sat.1. Das habe ich in der ersten Staffel gedreht und in der zweiten, aber ich kann nicht zweimal Staffel 1 drehen. Da bin ich dann irgendwann verbrannt. Das würde auch nicht authentisch rüberkommen, für den Zuschauer nicht. Und von daher hast du da immer 2, 3 Monate, im Schnitt sagt man immer 3 Monate, die du Leerlauf hast, wo du dann für dieses Format in Fachkreisen verbrannt bist. Aber das war 2022 anders. Da wurden viele Formate gedreht: Lenzen, Klinik am Südring, Auf Streife, Barbara Salisch. Ja, sowas, ne? Und wenn du da regelmäßig mal drehst, dann ist das schon toll. Dann gab es aber einen Leerlauf, wo ich sehr, sehr dankbar war, dass ich tatsächlich noch einen Job hatte. Das heißt, ich konnte dann Dreiviertelzeit arbeiten und ja, mir halt so den Wegfall des Geldes sichern. Ich war ja da aber 2023 bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten im Küchenteam, Mauerwerk Küche als Küchenpersonal drin für 4 Monate und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber es ist in diesem Job halt einfach so, dass man ganz schnell degradiert wird, sozusagen. Also ich war dann nicht mehr nur Spezialkomparse in der Küche, sondern ich wurde dann halt einfach zum hier Gast, da U-Bahn-Fahrer und Komparsen degradiert. Damit musste ich leben, das ist halt einfach so, denn ich hatte nichts Schriftliches, ich hatte keinen festen Vertrag und ja. Das kann halt einfach vorkommen. Das sind die kleinen Risiken, die dieser Job beinhaltet. Dann wurden ja sämtliche Formate zu 2023 eingestellt. Mein letzter großer Dreh war 2022 im Oktober für Lenzen. Und ja, dann bin ich halt wieder zurück in meinen Einzelhandel. Dann haben sie ja 2023 einiges als Pilot versucht. Also da wurden viele verschiedene Formate wieder aufgenommen.
testweise gedreht und. Nicht wenig davon sind wieder über den Haufen geworfen worden und niemand wusste so richtig, wie es weitergeht. Und in solchen Zeiten ist es natürlich schön, wenn man noch eine, ja, ich sag mal, einen sozialversicherungspflichtigen Job hat. Denn wenn du schauspielprojektbezogen als Nebenjob ausführst, zahlst du keine Sozialleistungen. Das ist auch nochmal die Schattenseite der Medaille. Denn ich will es gar nicht eigentlich will ich es gar nicht aussprechen, aber Thema Rente, Thema Krankenversicherung, das sind ja zwei tragende Punkte, die uns ja alle betreffen. Und auch wenn ich jetzt noch so lange arbeiten muss, wie ich auf dieser Erde bin, dennoch mache ich mir Gedanken um die Einzahlung in die Rentenkasse. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass ich nicht mehr viel vom Kuchen abbekomme oder wir nicht mehr viel vom Kuchen abbekommen, denn niemand weiß, wie es sich entwickeln wird, habe ich für mein Gewissen privat vorgesorgt. Aber auch diese Summe muss natürlich irgendwie bezahlt werden. Die muss dann natürlich eingezahlt werden. Und von 10 Euro im Monat, wenn du sowas in die private Rentenversicherung einzahlst, wirst du keine anständige private Rente rausbekommen. Darüber sind wir uns auch im Klaren. Also ist es immer wichtig, dass wir irgendwie irgendwo noch Geld verdienen. Und wie bringt man denn jetzt den sozialversicherungspflichtigen Job mit der Schauspielerei unter einen Hut? Ja, gar nicht. Das ist halt einfach mal Fakt. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nur zum Teil. Es wird nicht 100% funktionieren. Außer du bist selbstständig, aber dann bist du auch nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, sondern dann bist du für alles selbst verantwortlich, ne? Selbst und ständig. Wenn du aber in deinem Unternehmen nur rote Zahlen schreibst, wirst du dich auch mal eben nicht so freistellen können und sagen, heute mache ich nichts. Denn ja, wenn du keine Angestellten hast und du den Tag nicht arbeitest, verdienst du halt kein Geld. Also es dreht sich im Kreis. Da eignet sich tatsächlich am besten der Homeoffice-Bürojob. Ich glaube, das ist, ja, das ist das Einzige, wo man denn halt mal ein, zwei Urlaubstage nehmen kann, wenn der Arbeitgeber das mitmacht. Das ist natürlich nicht in jedem Büro der Fall. Das muss uns klar sein. Also kommen wir nicht drum rum, Risiken einzugehen. Risiken einzugehen und zu sagen, okay, ich muss hier zurückschrauben, sonst wird das nichts. Und früher oder später wirst du feststellen, dass du beides nicht mehr unter einen Hut bekommst. Bei mir hat es jetzt, ja, circa 2 Jahre gut funktioniert, wo man halt wirklich irgendwie tauschen konnte, was natürlich auch immer noch, ja, die Zuarbeit der Kollegen verlangt. Also hast du halt keine Zuarbeit mehr von deinen Kollegen. Also musst du etwas ändern, weil es wird sich nicht ändern. Du kannst ja auch von den anderen nicht verlangen, das ist ja schon mal klar. Du kannst mal nachfragen und gucken, ob das möglich ist. Aber wenn die sagen nein oder sie sind unflexibel oder, guckst du blöd aus der Wäsche. Und unentschuldigt fehlen ist beim Arbeitgeber halt nicht so gut. Das bringt dich schneller zum Arbeitsamt, als dir lieb ist. Wann kommt der Punkt, wo man sagen kann, ich reduziere jetzt meine Stunden in meinem normalen Job, sage ich jetzt einfach mal, um mich der Schauspielerei widmen zu können. Das musst du für dich entscheiden. Das musst du wirklich für dich alleine entscheiden. Bei mir war es damals so, ich habe gerne gedreht, ich habe viel gedreht, ich bin viel gebucht worden. Ich bin ein Kind der Scripted Reality und ich habe mir, ich will nicht sagen, einen Namen gemacht, davon ist man weit entfernt, aber ich habe einen guten Eindruck hinterlassen. Also ich habe immer 120% gegeben, denn ich wollte ja wiederkommen. Ich habe grundsätzlich immer nach Regieanweisung gehandelt, wobei da braucht man eigentlich nicht drüber diskutieren. Es ist selbstverständlich, dass du das machst, was der Regisseur möchte und nicht das, was du dir in deinem Kopf da zusammengesponnen hast. Am Ende des Tages muss der Regisseur zufrieden sein, weil erst dann ist Drehschluss. Wenn, bevor der nicht sagt, er hat die Szene gekauft, geht keiner. Und so habe ich halt angefangen. Also ich habe bei Lenzen angefangen und ich habe ein unnormal gutes Feedback bekommen, was mich sehr gestärkt hat. Ich war damals noch mitten in der Ausbildung, also das war schon anders als das, was ich heute abliefer, ganz klar. Ich habe mich sichtbar gemacht. Ich habe immer gute Laune. Ich bin pünktlich. Ich kommuniziere mit den Menschen. Und wichtig ist halt auch immer dieser Zwiespalt zwischen laut und leise. Also jemand, der wirklich nur wie ein Häufchen Elend in der Ecke sitzt, ständig wegzurennen und nicht da zu sein, sich nicht abzumelden, der ist aber genauso nicht gerne gesehen wie derjenige, der super laut ist und mit jedem und allem diskutiert.
Also man muss da wirklich die Mitte finden. Aber Freundlichkeit, Offenheit, Kommunikation und einfach die Anweisungen befolgen, das sollte schon das Mittel zum Zweck sein, sage ich jetzt einfach mal. Und natürlich gut spielen. Also ganz klar, ne? Komm vorbereitet, komm 100% vorbereitet, spiele gut. Und wenn du mal so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kannst, dann wirst du ganz, ganz schnell feststellen, wie zufrieden das Team ist. Falls ihr das im Hintergrund hört, das sind meine Nachbarn. Die haben gerade irgendwie irgendwas ausgekippt. Ich glaube, einen Altglascontainer umgeschmissen oder so. Tut mir leid. In der letzten Woche war es die Krähe, jetzt sind es die Nachbarn. Naja, man kann sich halt das nicht immer aussuchen. Und was noch der Fall ist, die internen Teams, die dort arbeiten, also hinter der Kamera, die kommunizieren alle miteinander und das nicht wenig. Da weiß denn sogar der Setrunner, wie der Regisseur im letzten Fall über dich gedacht hat. Haltet euch jetzt nicht da unbedingt dran fest, aber es ist wirklich mir schon zu Ohren gekommen, dass so etwas, ja, gesagt wurde. Und es gibt immer noch dieses kleine Eselsohr in deiner, ich sag jetzt einfach mal, Personalakte. Auf Deutsch gesagt, wenn du scheiße gespielt hast, würde dich keiner mehr buchen. Aber es wird dir auch niemand sagen, dass du scheiße gespielt hast. Das ist halt leider einfach so. Und deswegen sage ich immer, hinterlass einen guten Eindruck. Und wenn du eine Anfrage hast von Serie A, kündige bitte nicht gleich deinen Job, denn eine Anfrage ist eine Anfrage. Und wenn es deine erste Anfrage ist, dann guck erstmal, wie du dich da so fühlst, wie du dich auf diesem Surfbrett der Schauspielerei fühlst, wie die anderen sich fühlen, wie das harmoniert mit euch im Team zum Beispiel. Und dann wirst du sehen, ob du nochmal eine weitere Anfrage bekommst oder ob du ja etwas anderes als Möglichkeit bekommst. Und wie oft sich diese Anfragen dann wiederholen. Wenn du jetzt zum Beispiel von einer Produktionsfirma, die 4, 5 Formate hat, sage ich jetzt einfach mal, das sind immer noch meine Nachbarn, tut mir leid. Wenn du von einer Produktionsfirma für 3 von diesen 5 Formaten als Beispiel gebucht wirst, ist das schon ein sehr guter Schnitt. Also dann ist das auf jeden Fall positiv. Und wenn sich das über Monate hinweg zieht, kannst du dir wirklich schon drüber Gedanken machen, ob du jetzt vielleicht 10 Stunden im Monat abgibst, um diese 10 Stunden in die Schauspielerei zu investieren. Also es ist ein Peu-à-peu-Job. Es ist wirklich so. Also alles geht nicht. Denn wir haben alle unsere Fixkosten, wir müssen alle unsere Miete bezahlen und wir müssen natürlich auch alle irgendwie essen und trinken. Und das wird nicht billiger. Also hoffen wir zwar schon, aber noch sieht es gerade nicht so aus. Und wenn wir nicht nur noch Toast mit Ketchup essen wollen oder anfangen wollen mit Containern, dann müssen wir diesen Schritt peu à peu gehen. Was nicht bedeutet, dass wir kein Risiko eingehen müssen. In diesem Job ist es halt oftmals so, wir wissen nicht, was in der Zukunft ist und wir können es nicht planen. Und wenn wir aber zur Verfügung stehen wollen für die kommenden Projekte, müssen wir diesen Risikoschritt wagen. Es geht nicht anders. Und es ist ja nicht alles für immer. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Es ist ja nicht, wenn du sagst, ich gebe jetzt mal 10 Stunden ab oder ich gehe jetzt mal auf kurzfristige Teilzeit oder. Das ist heutzutage alles möglich. Ihr könnt euch da wirklich informieren. Es heißt nicht, einmal abgegeben, nie wieder Vollzeit. Wir haben den Arbeitsmarkt, der ist aktuell, da hätte man sich vor 10 Jahren die Finger nachgeleckt. Also es ist möglich. Es ist auch ein neuer Job möglich. Das Einzige, was halt immer noch dazwischen steht, wie gehen die in dem neuen Job mit mir um und was bekomme ich am Monatsende auf mein Konto überwiesen? Das sind ja halt immer noch die Dinge, die leider ja die Schattenseite der Medaille bilden. Aber ich habe es halt nicht anders gemacht. Also ich habe auch gesagt, okay, ich gebe jetzt mal ab und dann gucke ich mal, wie weit ich damit komme. Und ich bin damit bis jetzt sehr gut gefahren und ich weiß, dass es eine weitere Entscheidung von mir erfordert. Ob sich das Ganze positiv oder negativ entwickelt, kann im Endeffekt gar keiner sagen. Also ich klammer jetzt mal Theater und Kinofilme raus, denn Theater spiele ich nicht. Wie es da weitergeht auf den Brettern dieser Welt, kann ich nichts zu sagen. Und beim Kinofilm sieht es aktuell auch für 2025 laut der Information, die ich bekommen habe,
Das ist jetzt bitte auch nicht in Stein gemeißelt, wohl angeblich nicht so gut aus, weil viele Filmförderungen gestrichen wurden und Kinofilme ja nicht selten an der Filmförderung beteiligt sind. Aber das sind halt einfach nur Informationen, die man mir genannt hat. Und ja, die gebe ich jetzt einfach mal so weiter. Das ist also eine Angabe ohne Gewähr. Aber im Fernsehen dreht sich sehr, sehr viel. Und auch zum Positiven, wie man feststellt. Also da, ihr müsst natürlich immer gucken, was kommt für euch in Frage. Ne? Wenn ihr jetzt seht, hier Rosamunde Pilcher, jeden Sonntag um 12 und ihr sagt so, ja, oh, das ist ja toll, die produzieren sehr neu, kann ich ja meinen Job schmeißen. Guckt erstmal, ob ihr überhaupt eine Chance habt, in dieses Format reinzukommen. Also das ist so Step by Step, wie ich das mache. Ich gucke, okay, bei Crew United findet man unter den Produktionsfirmen auch die aktuellen Projekte, die sie gerade drehen. Und da stehen dann auch die vergangenen Projekte. Und dann werdet ihr sehen, wo diese Projekte ausgestrahlt wurden. Ob das eine Miniserie war, ob das ein Serienpilot war oder auf welchem Sender das ausgestrahlt wurde. Da könnt ihr euch dann mal so ein bisschen orientieren und dann könnt ihr mal recherchieren, ob das für euch in dem Rahmen des Möglichen besteht, wo ihr eventuell mitspielen könntet. Was immer noch sehr, sehr gut ist, sind die Schulabgänger der staatlichen Schauspielschulen oder auch der privaten mittlerweile. Die haben nicht selten die exklusive Möglichkeit, sich als frischer Schulabgänger irgendwo zu registrieren, zum Beispiel UFA oder Filmmaker, Schauspielervideos und, und. Und dort werden sie sehr, sehr gerne für diese Daily Soaps. Die drei bekanntesten Daily Soaps bei uns sind Gute Zeiten, Alles, was zählt und Unter uns. Dort werden sie nicht selten unter Vertrag genommen. Was jetzt nicht bedeutet, dass wenn 4000 Schüler jedes Jahr von der Schauspielschule abgehen, 3500 davon in den Daily Soaps zu sehen sind. Das ist natürlich Schwachsinn, das ist klar. Ne? Aber ich sag mal, eins, zwei haben da doch immer die Chance, irgendwie unter Vertrag zu kommen. Und auch wenn es nur ein Sechsmonatsvertrag ist, das ist das Tor zur Welt, in Anführungsstrichen. Egal, ob man dieses Format jetzt mag oder nicht, das sei jetzt erstmal komplett dahingestellt, aber es ist halt einfach so, wenn du es da geschafft hast, stehen dir die Türen offen zu sämtlichen Schauspielagenturen, zu Schauspielportalen wie Filmmaker, Schauspielervideos und, als professioneller Schauspieler relativ weit oben gelistet zu sein. Und wenn dann jemand kommt, der sagt, hey, hier ist ein Film mit George Clooney, den möchte ich noch besetzen, hat man halt relativ gute Chancen. Aber bis es soweit ist, ist es ein harter Weg, ein langer Weg, aber sage niemals nie, gib niemals auf. Und hab immer dein Ziel fest vor Augen und dann klappt das tatsächlich auch. Aber bis es soweit ist, ist der Weg sehr steinig und sehr lang und da kann ich dir nur empfehlen, sucht euch irgendwo einen Job. Es muss nicht die Leidenschaft sein, aber es soll halt auch nicht der 9-to-5-Job werden, wo ihr unglücklich und unzufrieden euer Leben tristet. Das machen viel zu viele Menschen. Also habt immer euer Ziel vor Augen, auch wenn es bedarf, dass ihr euch mal irgendwie für ein halbes Jahr an die Theke der Tankstelle stellt. Dann ist es so. Aber ihr dürft auch nicht vergessen, dass ihr auf der Tankstelle die Möglichkeit habt, am Wochenende und am Feiertag zu arbeiten. Und ihr seid dann in der Woche für Eventualitäten der Schauspielerei frei. Das ist bei mir nicht anders. Also ich arbeite nicht an der Tankstelle, aber ich arbeite im Einzelhandel und ich habe halt den Samstag, den ich arbeite, den ich auch immer arbeite. Und dafür habe ich halt in der Woche dann Zeit für Dreharbeiten. Und lasst euch da nicht von abschrecken, wenn ihr sagt, oh ja, aber wenn ich jetzt den Tag arbeite, dann kann ich ja nicht drehen. Was ist denn dann, wenn dann eine Anfrage kommt oder so? Habe ich auch gemacht. Habe ich viel zu lange mir den Kopf darüber zerbrochen. Und am Ende des Tages kam alles anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Und ein Weg, der nicht ideal ist, der uns aber, glaube ich, alle schon mal irgendwie in Gedanken begegnet ist, ist der der Arbeitslosigkeit und dann halt einfach sich das Taschengeld aufzubessern mit Gelegenheitsdrehs. Könnt ihr vergessen. Also es gibt tatsächlich ein neues Gesetz ab 2025, glaube ich, was euch quasi verbietet, Jobs, die euch das Arbeitsamt zuspielt, abzulehnen und die Sanktion von Ablehnen der zugeteilten Jobs oder, die ist mittlerweile auf 30% gestiegen. Also das
würde ich mir überlegen. Das ist ja auch nicht Ziel unseres Lebens, nur Gelegenheitsdrehs zu machen und nur Arbeitslosengeld zu kassieren und dann noch zu sagen, ja, wenn dann halt mal 150 Euro am Tag reinkommen, ist ja schön, kann ich mir irgendwann eine PlayStation 5 verkaufen. Am Ende des Tages müsst ihr sowieso dem Arbeitsamt zurückzahlen. Also den Gedanken würde ich ganz schnell verwerfen. Und eine Sache möchte ich ja und zum Schluss noch ansprechen. Es gibt Leute, die machen Kompasserie als Hauptjob. Wie das mit ruhigen Nächten vereinbar ist, weiß ich nicht. Muss ich aber wahrscheinlich auch nicht wissen. Aber es besteht die Möglichkeit, das tatsächlich als Hauptjob zu machen. Bedeutet nicht als Aufstockung vom Arbeitsamt oder Hartz IV, sondern wirklich, ihr kassiert keine staatlichen Leistungen, sondern ihr macht das als Hauptjob. Bedeutet, ihr müsst alle 21 Tage einen Komparsendreh haben und an diesem müsst ihr dann ankreuzen, dass von dem Lohn oder von der Gage, die ihr dort erhaltet, die Krankenkassenbeiträge abgezogen werden. Denn nur dann bleibt ihr in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist noch eine Möglichkeit, das so zu machen. Aber die Grundgage der Komparserie beträgt 125 Euro gerade aktuell. Und wie man davon leben möchte, abzüglich Steuern, kann ich euch nicht sagen. Steht mir auch nicht zu, mir darüber ein Urteil zu erlauben. Das muss jeder selber wissen. So, das ist so die finanzielle Lage der Schauspielerei. Die Mittel und Wege, die man so haben kann, die man so gehen kann. Und falls ihr noch irgendwie eine andere Idee habt oder ihr sagt, hey, ich mache das so und so und das klappt super oder sich noch irgendwie andere Möglichkeiten in eurer Laufbahn aufgezeigt haben, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zur nächsten Woche.